Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Smooshy Come Home. Wir stehen vor dem nächsten Ausgang. Eingang, Ausgang, Ausgang, Ausgang. Lass mal gucken. Und? It's beautiful outside. And the water is floating too. Okay. Da hinten? Was ist das? Noch einer von diesen. Nee, das ist die Kugel. Ist das die Kugel? Warte mal. So. Du hast die heilige Kugel gefunden. Wird diese Kugel mit der Zukunft vorhersagen? Mir die Zukunft vorhersagen? Weiß ich nicht. Okay, ich habe die heilige Kugel gefunden. Mensch, die heilige Kuh. Okay, ist da denn noch mehr? Lass mal gucken, ob wir irgendwie hier hochkommen oder so. Oder darüber. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen? Mit den Glöcklis können wir nichts machen. Na, hip, hip. Hip. Okay, aber das sieht hier nicht so danach aus, ne? Da hoch. Nee, überzeugt mich nicht. Okay. Ja. So, müssen wir den Leuten Bescheid sagen? Bestimmt. Wär sicherlich ganz nett. Kann ich hier in den Altaren das machen? Nee, ich brauche sie nur wieder aufbauen, ne? Dann sagen wir immer unten Bescheid oder ihm oder es. Sagen wir unten mal Bescheid. So von wegen, hey, wir haben sie gefunden. Alles wieder gut. Und das Zeug ist auch weg. Da vorne. Nee, doch, da vorne. Du, ne? Hi, können wir nochmal talken? Hallo nochmal. Ich bin das komische Zeug losgeworden. Du meinst, du hast die Verderbnis bereinigt? Du bist wahrlich unser Retter, Smushi. Oh, sie sagt den Namen sogar richtig. Oder er oder es. Wir werden einen Schrein zu deinen Ehren bauen. Nein. Der Smushi-Schrein. Danke, glaube ich. Okay. Gut. Ja, aber eigentlich sollten wir. Warte mal, eigentlich sollten wir diese Kugel Pferdi geben, ne? Damit ihr Bauwerk lebendig wird. Irgendwie sowas. So. Okay, oh, das hast du aber toll gemacht, du. Warte mal da, guck mal. Hier soll die Kugel hin. Schau mal, was ich gefunden habe. Unmöglich. Du hast die andere Kugel gefunden. Jep. Puh. Okay, die sieht genauso aus wie meine. Ich war nicht sicher, ob ich überhaupt das Richtige mitgebracht habe. Ihr zwei seid die Besten. Ach, ich kann tatsächlich fertig bauen. Und wenn die Gerüchte wahr sind, werden diese Kugeln meine Kreation zum Leben erwecken. Ja, na, dann lass es uns mal versuchen. Okay. Eine Sekunde, noch ein bisschen Feinschliff. Perfekt. Als Augen eingesetzt. Boah. Ist das? Ja, das bist du. Zum Verwechseln ähnlich. Wow. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Du bist echt talentiert, Schwester. Ja, das ist unglaublich. Miau, danke, ihr zwei. Scheinbar waren die Gerüchte über die heiligen Kugeln nicht wahr. Es erwacht nicht zum Leben. Doch, klar. Hä? Hier bin ich doch. Oh, stimmt. Es hat geklappt. Hey, Johalle. Danke für eure Hilfe, ihr zwei. Es tut mir echt leid, dass ich so sauer vorhin war. Schon okay. Ich dachte ehrlich gesagt, deine Sandskulptur wäre der perfekte Ort für ein Nickerchen. Sorry, dass ich dich nicht vorher gefragt habe. Ach, ich verzeihe dir. Danke, kleine Schwester. Machst du jetzt noch eine? Auf gar keinen Fall. Das war das Anstrengendste, was ich diese Woche gemacht habe. Zeit nach Hause zu gehen und ein Nickerchen zu machen. Ich dachte mir schon, dass du das sagst. Komm, gut nach Hause. Fertig. Tschüss, kleiner Pilz. Bis dann. So, unsere Abmachung. Sieht so aus, als wäre deine Schwester sehr froh, dass du ihr geholfen hast. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich echt mies gefühlt, als ich die alte Sandskulptur zusammen, also kaputt gemacht. Also ich habe, naja, sie war kaputt. Aber sie hat es echt über, hat sich echt über die Hilfe gefreut. Ich glaube, sie ist mir nicht mehr böse. Jo, das glaube ich auch. Ich kann dir nicht genug für deine Hilfe danken. Ich bin nicht so gut in diesen Sachen. Aber ich glaube, ich habe viel von dir gelernt. Oh, das freut mich, dass ich helfen konnte. Ich habe einfach Erfahrung mit jungen Geschwistern. Die können ganz schön anstrengend sein manchmal. Aber am Ende hat man sie doch alle lieb. Absolut richtig.
Und wo wir von Geschwistern reden. Du bist bereit, deine zu sehen? Ich bin sicher, sie haben lange genug gewartet. Ja! Sie machen sich bestimmt ganz schön Sorgen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Da bin ich mir sicher. Wenn sie mit dir verwandt sind, dann sind das ein paar ganz schön mutige kleine Pilze. Ja, da hast du wohl recht. Zeit, nach Hause zu gehen. Spring auf. Ja. Gehen wir da... Oh, ich kann es nicht beeinflussen. Wir kommen näher. Okay. Siehst du schon was? Naja. Und? Oh, da vorne ist es. Ah. Doch, die kleine Insel. Oh. Das sind die drei. Komm schon, Smushi ist da draußen, er braucht unsere Hilfe. Aber Uni, wir können nicht runter von dieser Insel. Das Boot, das wir gebaut haben, ist direkt gesunken. Und keiner von uns kann schwimmen. Aber wir können jetzt nicht aufgeben, Leute. Aber wir haben alles versucht. Ja, aber oh, nichts funktioniert. Wir brauchen Smushis Hilfe. Vielleicht können wir, vielleicht, weiß nicht. Smushi, wo bist du? Juhu. Oh. Ich bin hier drüben, Umi. Smushi. Oh, du liebe Zeit. Nein. Oh, du liebe Zeit. Okay. Wir dachten, wir haben dich für immer verloren. Für immer? Was? Das hätte ich niemals zugelassen. Weißt du noch, was ich vorhin gesagt habe? Vorhin? Familie hält zusammen. Genau. Ich finde immer meinen Weg zurück, solange ich euch habe. Aber was ist passiert, Smushi? Wie bist du zurückgekommen? Das ist eine lange Geschichte. Ich will sie hören. Ich auch. Ja, leg los, Smushi. Na gut. Also, alles begann mit... No. Oh, ist ja süß. Oh. Ende. Och, Menno. Schade. Ja. Entwickelt von Ham. Das habt ihr schön gemacht. Das war niedlich. Von Moon Eye Studios. Ja. Das war echt niedlich. Ach, schade, dass es schon vorbei ist. Och, Menno. Nintendo Switch Portierung? Moment, scheint nicht ein Händchen dafür zu haben, solche Spiele auszusuchen. Spiele, die eigentlich für Mobiltelefone gedacht sind, jetzt auch noch Nintendo. Hallo! Die Smushy Come Home Discord Community. Hey, cool! Ah, geht an dich. Danke fürs Spielen. Oh, danke für das Entwickeln dieses Spiels. Das war cool. Ja. Oh. So, weiter erkunden. Probieren wir es mal. Mal gucken, was geht. Okay. Smushi. Was ist denn los, Omi? Etwas Merkwürdiges wurde am Strand angespült. Ich dachte erst, es könnte eine neue Flöte sein. Aber als ich angefangen habe, reinzublasen, etwas Komisches ist passiert. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Du hast eine magische Muschel gefunden. Was wohl passiert, wenn ich reinpuste? Danke, Omi. Sei vorsichtig. Ich glaube, es ist magisch oder sowas. Du kannst schnell reisen, indem du die Muschelschale in deinem Inventar anwählst. Okay. Das mache ich. Ach, guck mal, da sind sie. Ach, wie nett. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hey. Hi, Smushi. Hey zusammen. Was macht ihr alle so? Ich versuche zu verstehen, wie mein Pilz wird. Ich bringe ihm alles bei, was ich weiß. Ist das überhaupt möglich? Ja, natürlich. Er wird in kürzester Zeit ein Pilz wie wir sein. Ja, ich will wirklich einer werden. Alle meine neuen Freunde sind Pilze. Nun ja. Vergesst nicht, euch selbst zu lieben, egal wer ihr seid. Das sage ich ihm ständig. Aber Pilze sind so cool. Wir finden dich cool, egal was passiert. Oh, oh. Ich schätze, ich bin ziemlich cool. Ja, okay.
Ja, nett. Okay. Naja, meinetwegen. Okay, so, können wir denn noch irgendwas machen? Wir könnten noch mal tatsächlich noch mal zu den anderen Orten reisen. Da waren ihr, hier ist nichts mehr, ne? Ah, hier, das. Er ist der mit der tiefen Stimme. Ich habe die beiden verwechselt. Hi, wer ist das denn? Hey, Smushi. Danke, dass wir hier abhängen dürfen. Kein Problem. Smushi! Hey, Chungi! Oh je. Diesen Pilz haben wir auch kennengelernt, ne? Ich habe keine Erinnerung daran. Bist du gerade am Tanzen? Was hältst du von meinen neuen Moves? Ehrlich gesagt, ach, ich meine, es ist wirklich ähnlich. Sie sind der Hammer. Finde ich auch. Ja, danke. Okay, gut. Also, im Inventar. Im Inventar. Was wohl passiert, wenn ich reinpuste? Wie mache ich das denn? Ich habe das nie gemacht. Auch mit E. Frühlingsgarten, Herbstwald, Blütenteich. Werde ich das noch wiederfinden? Oh, ich glaube, ich bin nicht sicher. So, hier sind wir. Ja. So, wir sind. Ah, wir sind da in der Mitte. Hemmingsfahrt, Kristallhöhlen, Geheimtür. Geheimtür. Das hört sich doch vielversprechend an, oder? Ich will es zumindest mal probieren. Einen Schlüssel haben wir ja gefunden. In welche Richtung? In welche Richtung? Ich glaube, da drüben, ne? Kann das sein? Alte Passage. Ich laufe mal hier rüber. Und mal gucken, wo sind wir denn? Ja, doch, ist die richtige Richtung. Doch, ist alles gut. Das ist sie nicht, ne? Nein. Da drüben. Easy peasy. So, und der Schlüssel passt. Yeah. Okay. Das heißt, wir können tatsächlich noch was erkundschaften. Ach, das ist ja schön. Items. Moment, den Schlüssel, habe ich den noch? Ich habe ihn noch. Okay, das heißt, der wird auch in den anderen Gebieten zur Anwendung kommen können. Oh, guck mal, wen wir hier haben. Da oben ist erstmal. Warte, tut mir leid, aber ich weiß, es ist nicht mehr nötig, aber trotzdem. Wozu haben wir eigentlich das blaue Zeug gesammelt? Das grüne ist klar. Aber die blauen Kristalle oder lila oder wie auch immer. Hier liegt eine alte. Oh. Okay, diese haben wir irgendwie nie gefunden. Ich kann es immer noch nicht so fassen, dass ich so blöd war, dass ich nicht erkannt habe, dass das einfach nur über zwei Zeilen verteilt ist. Aber gut. Hallo! Smushi? Wie bist du hier hingekommen? Naja, da war so ein Schlüsseldings, das ich in einer Höhle gefunden habe, nachdem ich eine kleine Melodie gespielt habe. Einschlagpunkt. Was? Einschlag? Was? Das ist nichts. Also, hier bist du. Ja, hast du den Weg nach Hause gefunden? Ja. Es war nicht leicht, aber ich habe eine Menge Freunde auf dem Weg gefunden. Ich habe sogar etwas über meine eigene Art gelernt. Auf eine merkwürdige Art und Weise. Bin ich irgendwie froh, dass ich mich verirrt habe. Ich habe echt viel gelernt. Das ist wirklich schön zu hören. Du bist wirklich gewachsen an deiner Reise. Danke. Ich bin wirklich stolz auf dich, Smushi. Wenn das Leben hart wird, ist das Aufgeben die einfachste Lösung. Aber Aufgeben hält dich vom Wachsen ab. Und Wachstum ist eine wunderschöne Sache. Es lässt uns zurückblicken und wertschätzen. Was ein Wertschätzen? Naja, die Reise, das Leben und alles dazwischen. Versprich mir nie aufzuhören zu wachsen, Sumushi. Versprich mir nie aufzugeben. Ich verspreche es. Na gut. Ich denke, wofür? Ach, danke. Nur ein kleines Geschenk. Du hast einen SHO-Verstärker. Ah, okay. Wieso riecht es hier nach Zwiebeln? Okay, das ist ein Pilz. Naja, nicht ganz. Es ist ein bisschen anders als ein üblicher Stil. Aber ich glaube, es steht dir. Oh, nun ja, danke. Bitte sehr, Smushi. Oh, ach so, warte mal. Skins, richtig, das habe ich nie ausprobiert, ne? Herstellen für 12 lila Kristalle. Dafür brauchen wir die lila Kristalle. Okay, weißt du was? Ich kaufe sie alle. So. Ach, guck mal, der ist putzig. Können wir den mal ausprobieren? Wie mache ich das jetzt? Der ist einfach schon
Das ist witzig. Lass mal gucken, wie die anderen aussehen. Nee, warte, ist schon richtig. Ich bin lila. Hä? Das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, nochmal. So. Ah. Ja, okay, ist ganz witzig, aber nö. Halt, Moment. Lass mal den da ankommen, probieren. Ja, finde ich auch ganz putzig. Ja. Okay. Dieser hier. Das ist bescheuert. Das ist bekloppt. Oh Mann. Und was ist mit dem da? Ach du liebe Zeit. Oh meine Güte. Mit diesen Bommeln da draußen dran. Oh nee. Ich finde es trotzdem witzig. Okay. Den letzten. Ja, naja. Eine Schale, ne? Wir sehen jetzt aus wie er. Guck mal. Guck mal, ich sehe aus wie du. Okay. Ich nehme mal den da, okay? So. Aber ich würde auch gerne noch weiterreisen, weil jetzt interessiert mich... nee, warte mal, mit dem Items, ich sollte da dran pusten, ne? Ja, genau. So Herbstwald, finde ich das da auch? Ich bin nicht sicher. Also zumindest in diesem Wasserpark habe ich den nicht gefunden. Die geheime Tür, Hindernishütte, Nektarfarm, Höhleneingang, Seeeingang. Keine Ahnung. Wo befinde ich mich denn überhaupt? Ach, da unten. Ich habe jetzt einen anderen Skin, ne? Höhleneingang, Eichelloch. Boah, keine Ahnung. Smushi. Keine Ahnung. Krypto. Den Höhleneingang für die kryptischen Höhlen, das weiß ich noch. Rastloser Fluss ist auch klar. Das Clubhaus ist klar. Das Eichelloch, ach so, das war, genau, da war irgendjemand etwas, wo wir die zwei Eicheln reinbringen mussten. Die Nektarfarm ist auch klar. Okay, ich würde mal da unten links hingehen, wenn ich wüsste, wo ich bin. Da hinten sind wir rausgekommen, ne? Wachskappenfälle, rastloser Fluss. Musste ich das da nicht erkennen? Ich sehe mich gar nicht mehr. Oh, warte mal. Ich stell mal. Moment, ich mache das mal lieber so. Und mal gucken, kann ich dann. Nee, dann sehe ich mich aber auch nicht auf der Karte. Hä? Warum nicht? Gleiterherausforderung. Ja, nee, das machen wir nicht. Ich meine, es ist hier hinten. Ich bin nicht sicher, aber ich meine, es ist irgendwo hier. Ja, nein. Nee, das war es offensichtlich nicht. Ist das... Bin ich hier richtig? Warum wird mir nicht angezeigt, wo ich bin? Rastloser Fluss. Wir steigen mal höher. Oh, das war falsch. Na gut. Also hier, da bin ich bei dem Clubhaus. Da bin ich ja völlig in der falschen Ecke. Ich muss genau auf die andere Seite. Okay, klar. Natürlich. Ja. Aber es ist doch gar nicht... Da hinten sind diese komischen Höhlen. Dann kann es doch gar nicht so weit entfernt sein. Die Clubhaus Höhleneingang. Da sind die kryptischen Höhlen. Da ist das Clubhaus... Hä? Irgendwie habe ich gerade... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen hier hin. Aber ich kann mich auch gut täuschen. Ahornheiligtum. Ja, da bin ich dann verkehrt. Hä? I don't get it. Da hinten? Warte mal. Wo bin ich da? Hey. Ahnheiligtum, Wachskappenfälle? Da müsste ich doch dahin, oder nicht? Rastloser Fluss, ja. Hier, ich weiß es nicht mehr, wo der Eingang hier war. Hier ist auf jeden Fall der Typ mit den... Den hatte ich nicht gefunden. Moin! Na, 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 ein Sucher nach mächtigen lila Kristallen. Hallo nochmal! Ich brauche ein paar mehr Hinweise zu den Verstärkerdingern. Okay. Nee, das hat mir... Kann ich jetzt erfahren? Okay. Nein, ich möchte gar nichts mehr erfahren. Okay.
Augenblick, ich suche mal nach dem Eingang. So, ich glaube, ich habe da schon mal was, denn wir sind hier gar nicht so weit von unserem Einstiegspunkt entfernt. Guck mal hier. Da kann ich eine Kugel hinein. Ja, genau. Ah, und jetzt kommen wir da unten runter. Ja. Ja, sehr gut. Okay, mal gucken, was es hier gibt. Okay, so. Ah, hier, da ist die Pilzart. Neue Pilzart entdeckt. Okay. Oh, das war noch nicht die letzte. Gut, was haben wir denn hier? Corpinius comatus. Über diesen Pilz. Dieser eigentümliche Pilz, bekannt als Schopftintling. Er ist bekannt für seine Eigenschaft, seine Kiemen zu einer schwarzen, tintenähnlichen Flüssigkeit voller Sporen zu verflüssigen. Dieser Vorgang erfolgt sehr schnell und er löst sich in nur wenigen Stunden auf. In diesem Stadium ist es ein wirklich wunderschönes Exemplar. Naja. Notizen von Smushi. Ich frage mich, ob man mit dieser Tinte etwas zeichnen kann. Oh. Vielleicht sind es künstlerische Pilze. Wenn Sie jemals an eine Kunstausstellung haben, werde ich hingehen. Hm. Nun gut. Hängt hier auch jemand rum? Hm. Da ist auf jeden Fall ein Button. Okay. Ah. Ah. Gut. Ja, warte, lass es gucken. Oh nein, es ist ein zeitabhängiges Rätsel. Ich höre schon. Ja. Ich möchte aber erst gucken, ob hier noch was rumliegt. Tut es aber nicht. Okay, ein zeitabhängiges Rätsel also. Gut, dann. Okay, ja, geh mal weg. Gut, so. Das geht zu schnell. Oh nein. Wo müsste ich denn hin? Ach, da hinten. Schaffe ich das noch? Nee. Ach du liebe Zeit. Okay, das kann ja lustig werden. Na schön. Ich probiere es nochmal. Oh je. Okay, das könnte funktionieren. Komm, du schaffst es. Nein, ich schaff's nicht. Oh, verdammt. Oh, das ist ja ärgerlich. Oh. Soll ich nochmal? Ja, komm, einmal noch. Einfach, um mal zu sehen, was passiert. Nee, keine Chance. Nee, das wird leider nichts. Okay, schade. Nee, das wird nichts. Obwohl doch, warte mal, ich habe noch eine Idee. Augenblick. Einmal muss ich es noch ausprobieren. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wie man es machen kann. So, und jetzt darüber, ne? Cool. Das hat funktioniert. Es hat geklappt. Was ist jetzt? Noch was Zeit habe ich. Ach nee. Ach. Nee. Nein, komm schon. Ja. Okay. Also, so. Okay. Nein. No way. Nein, das klappt nicht. Das wird nicht funktionieren. Nein, das funktioniert nicht. Komm, ist gut. Ich wandere mal weiter zum nächsten Punkt. Ja, ist schon okay. Ist schon in Ordnung. Ich kann damit leben. So, Items und dann hier und dann Blütenteich. Ich glaube, da habe ich nicht herausgefunden, wo sich das Ding befindet. Zwillingsstrand. Wir waren ja grob in der Nähe. Hi, da bist du ja wieder. Moin, geht's dir gut? Hey, schön dich zu sehen, Kumpel. Oh hey, sieht so aus, als hättest du es zum See geschafft. Nur mit deiner Hilfe, Kumpel. Ich stehe nur etwas hier rum und bewundere die Landschaft. Glaubst du, gehst jemals zurück? Ach, wer weiß, wo das Leben mich hinführt, Kumpel. Aber erstmal ist das hier mein Zuhause. Na, gut. Ja, ist doch fein. Ist doch gut. So, hier ist ein Eingang. Ich nehme an, es wird nicht weit von dem Ort entfernt sein, wo wir reingekommen sind, ne?
Zumindest war das vorher auch immer so. Aber keine Ahnung, wo das sein könnte. Ich habe, wie gesagt, hier keinen geheimen Raum gefunden. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Kann ich hier eigentlich tauchen? Nee, hier kann ich nicht tauchen. Okay. Da drüben. Ich laufe jetzt hier nochmal rum, aber... nee. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es wirklich nicht. Juhu! Ja, mit ihm können wir rummachen. Los geht's! Okay, ja, aber das bringt jetzt gar nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Da drüben haben wir alles abgesucht. Ich weiß es echt nicht. Versteckter Lotus. Keine Ahnung. Bin gleich wieder da. Nee, keine Ahnung. Ich kann ja hier nochmal versuchen zu tauchen. Mal gucken, ob da noch was geht. Aber... nee, war hier irgendwo rechts und links irgendwas? Also. Hier? Nee, da sind wir drin gewesen. Nein, da sind wir drin gewesen. Das ist nichts Verstecktes. Nein, das ist nichts Verstecktes. Da komme ich nicht mehr zurück. Okay, gut. Ja, wenn das denn so ist, dann... speichern und beenden. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, presse ich zum Starten. Du hast den Speedrunner-Modus freigeschaltet. Versuch das Spiel so schnell wie möglich in diesem Modus zu beenden. Du kannst im Hauptmenü unter... cool! Ja, nein. Okay, klasse. Ja, das war schön. Ach, das hat mir sehr gut gefallen. Aber leider ist es nun zu Ende. Oh, ach, Menno. Na, ich habe noch eine Menge Spiele auf der Liste. Also ich bin sicher, ich werde da schon irgendwas Schönes für euch raussuchen. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und ja, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, wenn ihr könnt, gerne bis zum nächsten Let's Play. Macht es gut, alle. Tschüss.